So, da will ich mich auch mal mit einem Review versuchen. Ne? Der André wollte es ja mal so, der wollte den Rucksack mal sehen. Also zeige ich ihm mal. So, was habe ich hier? Hier habe ich den Helikontex Darren Action Ghost. Warum habe ich den? Weil ich ihn einfach geil finde. Ich hatte vorher den Tasmanian Tiger Mission Pack. Auch ein tolles Ding, aber so ein paar Sachen haben mich gestört. Zu einem, dass das Hauptfach in zwei Fächer unterteilt war. Da konnte man größere Sachen schlecht reintun, da hat es überall ein bisschen gedrückt und so weiter. Und was mich wirklich genervt hat, war der Reißverschluss. Ne, oben in einer Ecke, wenn man den geöffnet hat, hat er immer gehakt. Ja, wenn man sich durch einige Foren durchgelesen hat, scheint das ein gängiges Problem zu sein. Aber da stand immer, ja, stört mich aber nicht so, ist halt, aber sonst ein top Rucksack. Wenn das so gängig ist, dann ist das nicht toll, weil das ein toller Rucksack ist, dann ist das einfach Bullshit. Aus dem Reißverschluss, der sollte rundum super laufen. Die Dinger, die kosten ja nicht mal eben 20 Euro. So, was habe ich auch vermisst bei dem Tasmanian Tiger? Das System vorne, was auch der Rush von 511 hat. Ich hatte den 12er mal gehabt und was ich richtig toll fand, war das Abendfach, was vorne dran war. Fand ich total praktisch. Da konnte man die kleinen Sachen wunderbar reintun, ohne dass man überall mehrere Pouches dran packen musste und so weiter. Dass man diverse Sachen schnell im Zugriff hat. Wollte ich unbedingt wieder haben. Ja, und dann kam mir der Ghost total entgegen. Der hat eine angenehme Größe, der hat irgendwas bei die 35 Liter Volumen. Ob die, wie die genau aufgeteilt sind, ob sie das nur auf den Hauptteil beschränkt oder insgesamt mit den anderen Taschen dran, weiß ich nicht. Juckt mich auch nicht, weil mir passt die Größe halt. So, wo fangen wir an? Fangen wir einfach mal hinten an. Das Tragesystem. Hier haben wir eine richtig schön dicke Polsterung. Und in der Mitte der Luftkanal, der ist auch richtig schon ausgeprägt, dass da wirklich ein bisschen Luft durchfließen kann. Des Weiteren ist hier bei der Polsterung sind da auch so Rippen drin, dass von der Seite auch ein bisschen Luft reinkommen kann. Schwitzen tut man immer unterm Rucksack im Sommer, das ist vollkommen normal, aber es wird damit ein bisschen gemindert. Dabei haben wir hier noch einen richtig super stabilen Beckengurt. Warum ist er super stabil? Sieht man so ein bisschen. Der ist nicht so labberig wie bei anderen und der stützt echt total super. Man kann da draußen auch per den Molle ganz normal was dran machen, wenn man möchte. Ich möchte es nicht. Diesen Gurt könnte man auch abnehmen, ist aber ein Klett dran. Werde ich jetzt aber nicht, ist nur ein bisschen zu viel Fummelei. Die Schulterriemen, die sind auch leicht ergonomisch geformt und bei meinem Körper passen die einfach perfekt. Kann man dann hier auch, wenn man irgendwas hat, falls man irgendwo hängen bleibt, ganz schnell einfach mal lösen. Zack, und schon ist man das Ding los. An der Seite, total geiles Feature, diese Taschen hier. Ich habe da sonst mal ein Stativ mit drin, steht aber jetzt gerade da. Diese Taschen, die könnte man auch, wenn man etwas Größeres hat, wie ein Beil oder sonst was, dann kann man an der Seite einen Reißverschluss aufmachen, dann hat man eine größere Tasche. Finde ich total praktisch. Warum muss ich nicht extra einen Bottleholder holen oder sonst was? Ja, eine Flasche habe ich zum Beispiel hier auf der anderen Seite drin. Ja, das ist die 1,2 Liter Clean Canteen. Die passt locker rein, ohne den Reißverschluss öffnen zu müssen. Totales Highlight bei dem Rucksack ist das Vorderteil. Dieses könnte man abnehmen. Hier einen Kompressionsgurt und wenn man das Ding ab hat, kann man einen Kompressionsgurt hier ran machen. Ich habe es auch nochmal dran. Ich habe es ja auch mit dem Molle-System richtig festgemacht. Im Normalfall ist hier so ein Expander-Gummi drin. Und das Molle ist nicht dran, dass man irgendwie eine Jacke hinterklemmen kann oder sonstiges. Brauche ich aber nicht. Und mir ist lieber, dass das Ding richtig fest ist. Also habe ich es mit dem Molle festgemacht. Was haben wir hier alles dran? Hier vorne ist eine große Tasche. Da passt echt viel rein. Ich glaube, hier ist gerade nichts drin. Hier ist das Highlight, wie ich finde. Der Organizer. Hier haben wir eine große Meshtasche, wo man irgendwas reintun kann. Ein Tuch, keine Ahnung, was weiß ich. Und hier ist genügend Platz für Kleinkram, um den ordentlich zu sortieren. Ordentliche Stifttaschen, die ich richtig gut finde. Im Vergleich zu dem 511 Rush. Ich weiß nicht, ob die Amis alle kleine Stifter haben. Zum Beispiel so ein
wasserfester Stift, der passt halt nicht ganz rein. Der ging man nur so rein und konnte nicht festklippen. Ja, hier habe ich einen total geilen Teelöffel vom Simon, hat er mir mal geschenkt. Finde ich total klasse. Feuerstahl. Hier ist so eine Netztasche, da habe ich ein bisschen Verbandzeug drin. Eine Dose mit Kleinkram. Hier habe ich, hier ist eine große Tasche, hier habe ich ganz normal einen Block drin. Hier Taschenlampe, Leatherman, Göffel. Hier in der Tasche habe ich zum Beispiel eine Powerbank drin und noch ein Ladekabel fürs Handy. Lädt man im Wald zwar selten auf, aber egal. Besser haben als brauchen. Hier oben haben wir noch eine schöne Tasche. Da habe ich jetzt gerade mein Portemonnaie drin. Die ist innen drin auch mit so einem weichen Vlies ausgestattet, dass man da sein Smartphone reintun könnte oder Sonnenbrille, was nicht verkratzen soll. Ist auch riesengroß. Ah, bevor wir zum Hauptfach kommen, habe ich ganz vergessen. Hier hinten ist noch ein Fach. Mit einer Aufhängung hier, dass man die Trinkblase reinmachen könnte. Oder irgendwelche Dokumente, die ein bisschen geschützt werden müssen. Hier ist auch die Rückenplatte. Ist auch schön stabil. Geht natürlich auch bis unten hin auf. Hier ist dann nochmal. Oh, das Loch, wo man dann von der Trinkblase den Schlauch rausführen könnte, benutze ich nicht. Ich habe bei eben eine Getränkeflasche, finde ich besser als eine Trinkblase. Kommen wir zum Hauptfach. Das finde ich richtig klasse. Da hat man vorne noch eine Mesh-Tasche. Da habe ich jetzt zum Beispiel mein Schemack drin. Und hier ist genügend Platz für alles Mögliche. Kochutensilien und ja, also für 2 Tage passt da mehr als Zeug rein. Hier ist auch nochmal eine Aufhängung, falls man hier die Trinkblase reinmachen möchte. Eigentlich so wie bei allen gängigen Rucksäcken ist es ja gleich. So, das Material ist im Gegensatz zum Rush ein bisschen dünner. Das ist das 500er Cordura und nicht das 1000er. Und auch nicht das 700er wie bei Tasmanian Tiger. Aber ich bin der Meinung, im Normalgebrauch ist das mehr als ausreichend. Das ist auch richtig fest, da reißt nichts raus oder sonst was. Ein großer Vorteil, es ist um einiges leichter. Ein Großteil von uns benutzt die Rucksäcke ja, um irgendwie durch den Wald zu rennen, ein bisschen Bushcraft zu machen. Ja, und die wenigsten von uns müssen irgendwie durch den Häuserkampf im Irak damit sich durchschlagen. Also selbst da, glaube ich, wird ein 500er Cordura mehr als ausreichend sein. So, das Molle von dem Rucksack ist das Laser-Cut-Molle. Ich war zuerst ein bisschen skeptisch, ob mir das wirklich gefällt, da ich nur das normale Molle gewohnt war. Ich muss sagen, mittlerweile gefällt mir das sogar besser. Es trägt nicht so auf, man spart dadurch Gewicht. Ja, und ist nicht ganz so auffällig, finde ich. Wo diesen Kleinkram, den ich dran habe, diese Sachen, das ist Zubehör, was ich selber dran gemacht habe. Also ist nicht serienmäßig dran, wie dieser Karabiner oder so. Und muss ich sagen, dieser Rucksack wird mich, glaube ich, länger begleiten als der Mission Pack, weil die Reißverschlüsse, die gehen 1A. Er ist super bequem, auch voll gepackt mit 10 Kilo, lässt er sich super tragen, angenehm, ohne dass die Schultern schmerzen. Ja. Ich bin zufrieden. Ja, was ich gerade sehe, was auch toll ist, hier hat man auch so eine Klettbänder dran, dass man das übrige Band zusammenrollen kann. Hier so ein kleines Paket hat, damit er nicht so hier gegen wackelt, finde ich ganz angenehm. Ist ein nettes Feature. Was ich auch toll finde, ist bei den Reißverschlüssen, da haben die hier so Schrumpfschläuche drum gemacht. Dadurch lassen sie sich ein bisschen besser greifen als so kleine einfache Paracord-Anhänger. Ja, so, das war mein ersten Review, kann nur besser werden, hoffe ich. Mal schauen, ob ich noch ein zweites mache. So, aber ihr wisst Bescheid, ich muss wieder weiter. Bis denn.